Hi, wir sind's wieder, eure Cook Brothers. Und heute auch mit einem coolen sommerlichen Gericht wieder da. Und zwar machen wir einen mediterranen Gurken-Tomatensalat auf einem gegrillten Feta und dazu ein paar Lammchops. Los geht's. Feine Zwiebelringe mit rein. Und dann kann es schon weitergehen. So, hier haben wir nämlich, das ist ein deutsches Lamm, was wir hier haben. So, ich schneide es jetzt schön runter. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. 5 Chops. Und hier muss man immer schauen, wie die gewachsen sind, dass man auch unten dann das schön bekommt. Also durchbekommt, schneiden muss und somit keine Knochen mehr halbieren muss. Wir haben da jetzt alles dran gelassen. Ja? Wir sind hier unter uns, wir sind ja dem Restaurant, wo das wirklich nur das Magere sein soll, sondern das hier oben am Knochen. Das hat natürlich auch Geschmack, das kann man essen. Sieht gut aus. Und wir haben auch nicht den Verlust, wir wollen ja alles mit verwerten. Volle Kanne beim Herd. Geht auch relativ schnell. Einen leichten, schönen Schmelz, den ich auch haben wollte. Das macht das Ganze noch mal ein bisschen cremig. Aber hier jetzt direkt erst noch mal mit einer schönen, coolen Prise grobes Meersalz rein, weil ich finde, das hat einfach den besten Geschmack. So, hat jetzt schön Farbe bekommen. So, normal, optimal ist das, wenn man das natürlich auf dem Grill machen kann. Ne? Holzkohle oder Gasgrill, je nachdem. Das ist natürlich optimal. Okay. So, jetzt geben wir hier nochmal einen Schuss Öl mit rein. Man hört es auch richtig, das ist zischt. Und ich schaue nochmal nach unserem Knoblauch. Ein wesentlicher Punkt beim Kochen sind natürlich Gewürze. Und die lieben Leute von direkt vom Feld aus Chemnitz waren so lieb und haben uns ein Paket mit ihren coolen Gewürzen versorgt. Und hiervon geben wir jetzt ein bisschen von dem Zitronenbasilikum rein. Ich glaube, das gibt eine richtig coole Frische drin. Checkt die auf jeden Fall aus. Richtig lieb, dass wir uns was zukommen lassen haben. Und man schmeckt wirklich die richtig gute Qualität der Gewürze. Lammchops sind auch soweit. Was ich jetzt gerne noch reinmachen würde, wäre ein bisschen Thymian und Rosmarin. Den Thymian, den können wir jetzt zupfen, wir können aber den auch klein hacken. Der ist verhältnismäßig jung, dieser Thymian. Finde ich immer ganz gut. Zack, hier mit rüber machen. Noch einen Schuss von dem Olivenöl oben drüber. Die sind nämlich jetzt fertig. So, wunderbar. Dein Salat schmeckt? Ja. Also? So, ich denke, für den Teller reicht's. Und nehmen jetzt die Lammchops hierher. Aber ich glaube auf jeden Fall, das ist eine Portion für zwei. Das ist eine Portion, die ist ordentlich. Ja, das sieht jetzt nur, da ist viel Knochen dran, das darfst du nicht vergessen. So, und jetzt haben wir hier einen schönen Knoblauch. Der passt natürlich hier wunderbar dazu. Der ist jetzt so leicht frittiert. Ja, so wie man das in Spanien auch kennt, wenn es eine Garnele ist. Ja, und dieses Öl kann man jetzt hier wunderbar mit rüber machen. Ja, hier haben wir unsere Lammchops mit dem mediterranen Tomaten-Gurkensalat und drunter den gegrillten Feta. Ja, das zusammen als Kombi ist, denke ich, wirklich klasse, leicht sommerlich, schon ein spanischer Touch. Auch mit dabei von der Zubereitung her. Und ja, Feta natürlich nicht, aber... Wir wünschen viel Spaß beim Nachkochen und beim Verkosten. Wir verkosten es auch gleich. Macht's gut, eure Cook Brothers. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst ein Like und ein Abo da.
Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Eure Cook Brothers.